viele, die die schwierigen Zeiten noch mitbekommen haben, Nachkriegszeit, Feindschaft, Verluste von Familien, Zerstörung, die wollten, dass es besser wird, dass man sich mit den anderen Menschen, die ja auch gelitten haben, verständigt und für immer vielleicht in Frieden und Freundschaft zusammenlebt. Und da gab es eben Männer und Frauen, die das ganz ernst genommen haben und sind auf die Engländer zugegangen und haben auch die gewissen Anfeindungen, die es auch natürlich noch gab, überwunden. Auch hier gewisse Ressentiments auch im eigenen Lande überwunden und haben sich bemüht, Freundschaften zu gründen. Und diese Freundschaften, die bestehen zum Teil bis heute. Und wie werden diese Freundschaften heute gepflegt? Wie sieht das aus? Oh, ganz vielfältig. Selbst die ganz Alten, die haben sich ja natürlich E-Mail zugelegt. Man schreibt sich, man besucht sich sehr regelmäßig. Es gibt jedes Jahr eine Begegnung zwischen den beiden Vereinen. Drüben hat sich auch ein ähnlicher Verein gegründet. Man trifft sich in Herten oder an der Mosel. Die Engländer mögen gerne den deutschen Wein natürlich. Und zusätzlich haben wir eingeführt, dass wir mit Leuten, die nicht im Verein sind, also natürlich mit Vereinsleuten und zusätzlichen Leuten, zusätzlich noch Fahrten machen in verschiedene schöne Orte. Im letzten Jahr waren wir dann ein paar Tage in Doncaster und dann geht es nach Cambridge oder nach Ely und man besichtigt das. England ist ja ein sehr schönes Land. Man besichtigt Dinge und ist zusammen und pflegt auf diese Weise natürlich den kulturellen Austausch.